Guten Tag heute zu unserem nächsten Webinar. Heute sehr kurz, weil das ist ein Thema, welches ziemlich einfach ist und auch nicht so viel Interesse, weil es geht um Steuerung, also Remote-Steuerung. Wie können wir manche Commands nicht über GUI oder Konsole, aber über Skript ausführen? Wie haben solche CLI, API, also Command Line Interface, Application Programmers Interface. Es ist mehr eigentlich Command Line Interface als API. Aber in Zukunft wird das auch parallel API, deswegen diese Funktion heißt so. Und können wir über SSH Client oder auch in unserem Fall PuTTY SSH Client, das wird ein Pelling. Eine Command ausführen, zum Beispiel Shutdown. Ab und zu wird das verwendet für manche USV, also die USV-Geräte können ein Shutdown-Signal schicken per USB-Kabel über SNMT-Link, also ein Ethernet-Kabel, oder auch per Skript. Und in solchen Fall wird solche Command Line Interface hier verwendet. Diese Webinar machen wir jetzt mit Pelling, weil alte Webinar mit V6, welche war eigentlich identisch, war mit SSH Client gemacht. Aber SSH Client ab und zu macht Probleme unter Windows. Und das ist eine alternative Pelling von PuTTY, das ist auch SSH-Client. Und ich möchte jetzt zeigen, wie soll man mit Pelling das machen, weil es ist nicht so direkt, muss man sogenannte Private Key generieren. Also es ist schon ein Unterschied. Also wir haben heute vor zu zeigen, wie soll ich ein DSS V7 jetzt vorbereiten, dass es mit dieser Command Line oder API funktioniert. Und werden wir auch ein paar Beispiele ausführen. Hier wir haben Remote Konsole und es ist ein DSS schon bereit. Ganz fresh, ohne Volumes. Dann lass uns jetzt, das sind kleine Platten, weil es ist alles in virtueller Umgebung. Okay, dann lass uns jetzt diese erste Volume Gruppe vorbereiten. Und in Zwischenzeit, ich kann diese PuTTY-Webseite zeigen, also PuTTY.nl unter Download. Da haben wir die Programme, die wir brauchen. Also PuTTY, das wird für die Konsole Zugriff. Und hier haben wir Pelling. Also draufklicken, einfach runterladen. Ich habe schon, also das brauche ich nicht mehr. Und PuTTY-Gen, um die Private Key zu generieren. Okay, die zwei Programme brauchen wir. Ich kann auch die zeigen. Dann ich habe so ein API-Verzeichnis auf meiner Festplatte C erstellt. Und dann habe ich diese Pelling und PuTTY-Gen hier gespeichert. Diese Private Key werde ich jetzt löschen, weil da werden wir alles neu erstellen. Okay, lass uns jetzt ins GUI. Also Volume Gruppe ist schon bereit, kreiert. Dann, wir können iSCSI oder NAS Volume kreieren und einen Snapshot zu starten. Lass uns NAS Volume machen. Sehr klein, also 50 Giga. Aber das reicht zu unserer Demo. Und dann auch sehr kleine Snapshot. Weil wir möchten über Command Line ein Snapshot starten, stoppen und Status checken. Also assign. Wenn ich diese Funktion vergesse, ich kann es unten später zuordnen. Okay, also zum Beispiel 5 Giga, das reicht für unsere Demo.
Okay, also wir haben ein Logical Volume NAS und jetzt gleich haben wir auch ein Snapshot. Okay, dieser Snapshot ist auch zu dieser ersten Logical Volume zugeordnet. Diese Ordnung können wir auch später hier ändern. Wie das funktioniert, wahrscheinlich machen wir noch ein NAS Volume, ein bisschen kleiner. Okay, da haben wir zwei Volumes. Für die erste Volume haben wir also ein Snapshot zugeordnet und zweite Volume ist einfach ohne Snapshot. Okay, solche NAS Volume, um Zugriff zu leisten, muss man eine Freigabe kreieren. Also ich gehe ins Freigaben, Benutzer, und dann werde ich nicht kreieren. Dann werde ich eine Public Freigabe machen, also zum Beispiel Data. Hier, wir können auswählen, auf welche Logical Volume wir möchten, ein Verzeichnis dazu erstellen. Ich werde auch ein erste nehmen. Okay, dann haben wir Freigabe Data. Wenn ich draufklicke, dann ich kann diese Freigabe als Public Freigabe definieren. Also unter SMB Settings, ich wähle Guest, also ohne Kennwort. Und dann ich kann diese Freigabe schon sofort zugreifen. Hier unter Network Interfaces. Wir sehen, dass die Servername ist DSS. Das ist unsere IP-Adresse. Also ich kann schon probieren, diese Freigabe hier zugreifen. Also DSS und Data. Ja, tatsächlich, ich kann jetzt zugreifen. Lass uns etwas drauf kopieren. Copy. Okay, ein Verzeichnis. Okay. Und wir haben auch ein Snapshot Volume. Also ein Snapshot haben wir kreiert, also ein Platz wie Snapshot zugeordnet. Das Snapshot, das ist noch nicht kreiert. Lass uns dieses Snapshot freigeben. Also dann gehe ich in so Create New Share, also neue Freigabe kreieren. Und dann, wenn ich auf Specified Pfad klicke, dann ich habe schon auf Browser und ich kann schon Snapshot als meine Freigabepunkt auswählen. Also ich zum Beispiel Snap Data. Ich gebe irgendwie Name. Das wird kein Verzeichnis kreiert. Jetzt wird auch zu diesem Point, also Snap, zugeordnet. Und als dieser Snapshot noch nicht kreiert ist, dann ich werde jetzt eine Fehlermeldung kriegen, dass dieser Point eigentlich existiert nicht. Es ist nur gezeigt als Present, aber nicht gemountet. Deswegen, ich muss, wenn ich möchte solche Freigabe kreieren, ich muss diese Snapshot manuell kurz starten. Also jetzt klicke ich auf Start-Taste. Da wird dieser Snapshot tatsächlich gestartet. Und jetzt kann ich eine Freigabe kreieren, um die Daten in die Snapshot zu checken. Okay, also wieder Freigaben. Und Specified Pfad. Wir wählen nochmal Snap und dann geben wir Name Snap Data, das ist gut. Und jetzt Apply. Okay, jetzt haben wir auch neue Freigabe kreiert und diese Freigabe, ich möchte jetzt auch als Public freigeben. Also ich wähle jetzt Guest. Okay, lass uns jetzt checken. DSS Snap Okay, noch nicht.
Snap Data. Also wenn eine neue Freigabe kreiert ist, dann kann sein, dass es dauert eine Weile, bis DNS abgedatet ist. Aber wenn ich Reset unter Maintenance Connections, wenn ich Reset auswähle, dann forcieren wir Änderungen zu updaten in unserem Netzwerk. Okay, nochmal. Snap Data. Und diese Freigabe zeigt uns jetzt Verzeichnis Data und dann New Folder und dann unsere drei Dateien, die wir gerade auf unsere Verzeichnis Data kopiert haben. Wenn ich einfach Data auswähle, dann ist es genau New Folder, weil unsere Freigabe Data ist verbunden mit Verzeichnis Data. Okay. So sehen Sie, wir haben LV00 und dann Data. Das ist unsere Freigabe Point. In Snap Data zeigt direkt auf diese Logical Volume, also Snap. Snap 00 ist ein Snapshot von ganze Logical Volume 00. Es bedeutet, das ist ein extra Mond zu Logical Volume 00. Deswegen, wenn wir Snap Data zugreifen, wir sehen zuerst Verzeichnis Data. Okay, also dann funktioniert es manuell. Lass uns jetzt checken, wie können wir solche Snapshot starten und stoppen von unserem Skript. Okay, ich werde diesen Snapshot kurz stoppen. Und jetzt unter Setup Administrator ganz unten, wir haben zuerst nicht enabled use CLI API. Also wenn ich draufklicke, dann soll ein Kennwort geben. Okay. Und unter Show Advanced wir können so ein Key runterladen. So wenn ich generiere New Key, dann ich habe ein Key, welche hat in Name Serialnummer, meine ist Trial, und dann irgendwie Random Number mit Dot Key. Okay, das können wir sichern. Also wir haben jetzt Key schon gespeichert und es ist unter Downloads, es ist gerade unsere Key. Ich werde es in Verzeichnis API schieben. Okay. Okay. Jetzt als Pelling verwendet so spezielle sogenannte Private Key. Da brauchen wir jetzt diese Putigen einfach ausführen. Dann Load. Wir müssen jetzt All Files auswählen. Dann können wir unsere Key auswählen. Bestätigen. Und jetzt Save Private Key, also Save Private Key. Yes, you sure. Wir bestätigen und dann geben wir irgendwie Key Name, also das kann einfach so Key sein. Key DSS zum Beispiel. Und Save. Und können wir diesen Generator jetzt verlassen. Und wir sehen, wir haben ein Key DSS PPK, ein Private Key generiert. Okay, jetzt ich werde so ausführen. Hier haben wir the Pelling, also PL. Jetzt kann ich eine Tabulator-Taste klicken. Dann wird das mein Command complete gemacht. Und Syntax, wir finden Command Syntax auf unsere DSS hier.
Wenn Sie Fragezeichen draufklicken, dann haben wir Command Syntax, also ohne minus i wie Ida und Pfad ist dieser Command hier. Dann wird interaktiv, müssen wir jedes Mal, wenn wir ausführen, müssen wir ein Kennwort geben. Und diese Art ist non-interaktiv, bedeutet, wenn wird Command ausgeführt, dann wird sofort, ohne Kennwort zu fragen, weiter ausgeführt. Also erst, wir haben ein paar Parameter, also minus i und dann Path zu unserer Key, minus 2, das ist Protokoll, minus p, das ist Port, minus L, das ist Benutzername, in unserem Fall API, und IP-Adresse und Command. Also hier mit SSH, dieser Port wird mit klein p gezeichnet und mit Pelling wird mit großes, also Capital P. Also das ist der einzige Unterschied, da müssen Sie jetzt merken. Also Pelling minus i und dann unsere Key ist K und dann Tabulator-Taste, da findet mich manchmal diese Key, hat lange Namen, dass diese Tabulator-Taste ist sehr praktisch. Jetzt minus 2 für Protokoll, jetzt minus P und dann ich nehme großes P für Port. Also unser Port ist Default, also 2223. Sie können natürlich andere Port verwenden, aber Default ist 2223. Und Default für Console Access ist einfach 5 mal die 2. Also das ist einfach so plus 1. Okay, also P 22223 und Benutzername minus L, also API, das ist unser Benutzername, IP-Adresse 192.168.0.220 und die erste Command, welche wir sollen geben, ist einfach help. In meinem Fall, der antwortet schon sofort, wenn Sie ganz erste Mal ausführen, dann müssen Sie bestätigen, dass wird das im Cache gespeichert. Okay. Also das sind die Commands, die für uns verfügbar sind. Wir haben jetzt Interesse mit dieser Snapshot-Task-Command. Also statt Help, ich werde einfach Snapshot-Task. Task eingeben und Enter. Dann, wir kriegen so eine Antwort, das Command requires Parameter, also es fehlt etwas und dann Usage is Snapshot Task und Start, Stop oder Status, wir haben die drei Möglichkeiten und dann kommt Snapshot Name. Okay, dann lass uns zum Beispiel Snapshot Task, Start, okay, das ist erste und das Snapshot heißt Snap und 5 mal die 0, 1, 2, 3. 4 und 5, okay. Und wir können jetzt schnell checken und der Snapshot so diese Command war ausgeführt und jetzt unsere GUI zeigt auch, dass dieser Snapshot jetzt in Zwischenzeit schon gestartet ist. Wir können auch checken nächster Command. Das ist Status. Okay. Zeig aktiv. Okay, wenn wir zum Beispiel Stop ausfüllen, dann wir sehen, dass auch ein GUI Snapshot ist jetzt gestoppt. Okay, wir können jetzt wieder Status ausfüllen. Unused. Okay, können wir wieder starten. Okay, dann Snapshot ist gestartet. Da kommen die Fragen. Gibt es ein Dokument, in dem alle CLI-Commands ausgeführt sind? Okay, ich muss leider sagen, wir haben das nicht so gut dokumentiert, weil
Es dokumentiert sich selbst, wenn Sie einfach so Help ausführen. Sie können einfach Help und dann in ein umleiten mit so umleiten Charakter und dann zum Beispiel Help.txt. Okay, Punkt txt. Und dann können Sie einfach diese Programm, diese Textfile irgendwo kopieren und dann haben Sie die alle verfügbaren Commands schon. Das ändert sich ab und zu, wie hinzufügen manche Commands. Wir haben jetzt auch bald die iSCSI-Failover-Cluster-Command-Set wird verfügbar, weil v6 war solche Command-Set verfügbar, für v7 es fehlt, aber das wird auch bald wieder hinzugefügt und es wird mehr Commands möglich. Sekunde, nächste Frage. Okay, danke. Super, also wenn Sie sehen, das ist sehr einfach. Wenn, falls Sie irgendwie weiter hier brauchen, dann doch auf unserer Webseite auf unserer Webseite unter Support und dann How to Resources. Wir sollen jetzt gerade unter Snapshots, wir haben New Remote Snapshot Control with CLI API. Das ist genau das, was wir heute zeigen mit Pelling. Und diese alte war mit SSH Client gemacht. Okay. Und unter Support Webcast and Videos. Sie können finden diese Präsentationen. Sehen Sie diese Präsentation von vorletzter Woche auf Englisch. Es ist schon auf unserer Seite verfügbar. Okay. Und dann als letzte, wir können probieren zum Beispiel Reboot oder Shutdown. Shutdown wird ein Command, welcher wird von einem USV-Gerät wahrscheinlich ausgeführt. Also hier statt Help können wir einfach Shutdown Command ausführen. Genauso wie hier. Natürlich in diesem Fall, wir müssen warten, bis entweder haben wir Zugriff zu dieser Maschine. Ich habe Zugriff, also ich kann einfach so Shutdown ausführen. Okay, das ist genau hier und wir werden sehen, dass gleich diese GUI auch antwortet nicht. Wir haben es runtergefahren. Klar, gleich, also es ist virtuelle Maschine, ich kann die wieder neu starten. Sie sehen, das ist die Maschine gerade, die ist am Shutdown. Okay, und jetzt kann ich die Maschine einfach wieder neu starten. Also nochmal für heute Dankeschön und auf Wiederhören.